Ein Rennen, das mir noch lange im Kopf bleiben wird, denn heute in Montreal wird Geschichte geschrieben, Leute. Und damit ein herzliches Willkommen hier zu unserer F1 23, meine Teamkarriere mit Audi. Wir sind in Season Nummer 2 und hier auf der Île Notre Dame in Montreal. Einfach eine geile Strecke, wirklich. Also hier haben ja schon viele verschiedene Fahrer ihren ersten Sieg geholt, ihr erstes Mal gewonnen. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr. Und ja, hier haben wir mal die Strecke. 4,3 Kilometer, 14 Kurven, 2 DS-Zonen. Machen das, es sind 3, sorry. Abonniert unbedingt gerne den Channel, kostenlos, das gerne Däumchen um, dann schaut auch unbedingt gern auf Social Media vorbei. Danke für den kranken Support in letzter Zeit. Auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Macht die 13k voll und let's go. Links wie alle unten in der Bio. Und los geht's hier an der berühmtesten Mauer, ja, in der ganzen Formel 1, vorbei an der World of Champions, geht's hier in Richtung Turn 1. Hier gab's schon viele spektakuläre Abflüge, wir fliegen aber hier nur vorbei. Und ja, unsere erste Runde hat uns auf den 11. Platz gebracht, wir waren zwischenzeitlich sogar mal auf dem 1. Doch ja, hier musst du halt wirklich aufpassen, denn die Mauern sind wirklich extrem nah und ja, so kann es dann wirklich passieren, dass dann oft ja ein kleiner Fehler direkt zum Rundenaus, zum schlechten Quali-Platz führt. Wir sind jetzt relativ spät dran, also alle beenden gerade ihren Run und wir haben noch einmal den finalen Run. Die Zeit ist eigentlich schon abgelaufen fürs Qualifying. Es ist schon Runde 4, also ich habe hier wirklich ein paar Runden gedreht. Und wir haben hier knappe 4 Zehntel im Delta. Das ist wirklich unfassbar strong. Ja, hier war ich mal kurz auf Pause. I'm sorry, ich wollte nur mal gucken, ob auch, wie viele Leute schon gefahren sind. Es sind sehr, sehr viele schon gefahren. Und es kann kaum mehr einer eine Runde nachlegen. Sprich, wir haben hier wirklich die beste, schnellste Runde aus der letzten Kurve hier gut rausgekommen. Dann nehmen wir nochmal 4 knappe 5 Zehntel mit, 4,5 Zehntel. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Russell, Sainz, Perez, Verstappen, Hamilton, Albon, Tsunoda, Stroll, der Wissenschaftler, Ocon, Gasly, Magnussen, Oscar Piastri, Mansell, Hülkenberg, Bottas, Doohan, Joe, De Vries und Logan Sargeant. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Wir nun die Ampel. Wir starten nur vom 11. Platz. Das war einfach eine tolle Runde, aber und der Start geht hier gut, wir kommen viel besser weg als Lance Stroll. Müssen uns aber jetzt hier für links entscheiden und da rücken wir jetzt erstmal vor auf den 10., 9., gucken wir mal, da flutscht immer noch einer durch. Es ist der 9. Platz, Leute, und das ist wirklich eigentlich gut. Wir haben direkt 2 Punkte und ich glaube, das könnte so weitergehen. Unsere Pace war sehr strong, gerade im Training war ich richtig, richtig gut auf den gelben Reifen unterwegs. Und vielleicht, ja, passieren heute noch ein paar Wunder. Jetzt geht es hier auf jeden Fall mal durch. Wir wissen ja, DRS ist hier eigentlich, ja, gefühlt auf jeder Straight haben wir DRS. Wir haben auf der extrem langen Geraden nach der Hanadl-Kurve vor der World of Champions-Kurve. Wir haben auch auf dieser kurzen Geraden nach dem ersten Sektor DRS. Also das ist wirklich gut. Hier hatten wir einen kleinen Cut drin, weil ich hier einfach eine Dive-Bomb gemacht habe, die halt wirklich dumm war. Wirklich, wirklich dumm. Da gibt es eine gelbe Fahne, aber nicht wegen uns, sondern weil es halt wirklich, ja, es ist eine enge Kurve, wenig Platz und wir wissen ja, da treffen 10, 12 Fahrer aufeinander und da blockt es dann schon mal ein bisschen. Das ist der 8. Platz, das wären 4 Punkte und das wäre wirklich gut. Lando Norris führt das ganze Feld hier an, das ist auch sehr interessant. Letzte Season haben wir noch gegen ihn gefightet und jetzt, ja, führt er da die komplette, ja, das komplette Feld an, hat sich die Pole gesichert und jetzt auch den Start sich behauptet. Das ist wirklich sehr, sehr toll, das ist wirklich strong. Jetzt gucken wir uns einmal den Start an und hier, wie gesagt, Lando Norris von der Pole, daneben die Ferrari auch dahinter, ein Mercedes dabei. Der Red Bull hat einen grottigen Start und wir hatten eigentlich auch nicht den besten Start. Konnten aber natürlich mit der Innenseite, eine kleine Berührung gab es da mit dem
Aston Martin, mit dem AlphaTauri. Doch, ja, was soll man machen? Es ist halt wirklich, Turn 1 ist eng und generell die Strecke sehr eng. Aber da haben wir dann Gott sei Dank auch ein bisschen Platz gelassen. Zu dritt in Turn 1 rein, also in Turn 2 eigentlich, kann man schon als Meilenstein hier bezeichnen. Das ist dann Ende Runde Nummer 1. Und da sehen wir auch schon, wir arbeiten uns hier an Lewis dran. Und jetzt reicht es dann tatsächlich mit dem selben Reifen. Gehen wir hier in der Kurve vor dem DS vorbei, nehmen das DS mit, aber auch den Platz mit. Das ist Platz Nummer 7 und es ist für mich jetzt wirklich schon, wir fahren auf Schwierigkeit 94, Leute. Und es ist einfach nur ein Wahnsinn, was für ein Fortschritt unser Auto gemacht hat. Liegt vermutlich auch daran, dass ich meine Entwicklungen größtenteils in den Antrieb gebe. Also wir machen Antrieb und Aerodynamik, eventuell mal ein Chassis, ja, Stabzifika gar nicht. Das brauchen wir auch nicht. Dann setze ich mal auf ein, zwei Strafen und das. Jetzt auch an Max dran hier. DRS ist on. Wir können auch ihm folgen. Es ist Ende. Runde Nummer 3. Wir sind hier in DRS von Max Verstappen. Es ist der 7. Platz und wir können hier tatsächlich mit den ganz Großen mitfahren. Wir können mit Red Bull mithalten. Und auch da vorne Mercedes. Die Ferrari sind nicht weit weg. Es ist zwar erst die 4. Runde, doch ja, es ist noch ein langes Rennen. Machen wir jetzt mal nicht. Gucken wir mal, wo wir in 10 Runden stehen oder so. Das wird natürlich viel interessanter werden. Jetzt aber hier mal an Max Verstappen. Können wir noch nicht wagen. Da waren wir ein bisschen zu weit weg. Und jetzt geht es hier wieder rein. Nochmal DRS. Er bekommt natürlich auch DRS. Das ja, hebt das Ganze natürlich ein bisschen auf. Und auch hier, glaube ich, wird es eher schwierig zu überholen. Also wenn ich einen Versuch wagen würde, würde ich beinahe sagen, es geht eigentlich nur Turn 1 und vor der Bus-Stop-Schikane. Also nicht Bus-Stop, ich trottel. Vor der World of Champions Schikane, also. Jo, da war ich sehr spät auf der Bremse. Das kann aber gut sein, denn ich konnte dadurch mehr Schwung mit rausnehmen. Jetzt im Windschatten geht an, Windschatten geht an, DRS an, jetzt noch das ERS noch an, 4% sind es dann noch, jetzt wieder abschalten, es reicht aber noch nicht, um an Max Verstappen hier vorbeizugehen. Letzte Schikane, sehr optimistisch, Fullspeed genommen, jetzt Windschatten wieder DRS und auch ERS on, ja doch DRS. Jetzt können wir uns hier in Turn 1 an Max dran setzen und gehen hier vorbei. Lassen ihn, denke ich mal, genug Platz. Und das ist Platz Nummer 6, Leute. Es ist heute fast wie ein Traum, oder? Das ist genial, wie gut wir uns heute hier durchkämpfen können. Da gibt es die kleine Berührung mit der Mauer. Wir haben natürlich auch Schaden auf Standard. Also da müssen wir uns echt in Acht nehmen. Dennoch, es ist Platz 6 und auch die zwei vor uns sind jetzt nicht besonders schnell. Sprich, die könnten wir theoretisch auch irgendwie noch überholen. Es ist aktuell noch gut. Jetzt kämpfen wir zwei. Und wenn sich zwei streiten, wir kennen es ja, freut sich der Dritte. Der bin in diesem Fall ich. Hier in Turn 1 geht es noch nicht. Aber ich glaube, dass es, bisschen abwarten, bisschen mal den Gegner studieren. Oh, da waren wir weit über die Track Limits, Gott sei Dank gab es da keine Verwarnung. Und ja, mal ein bisschen studieren, mal gucken, wie, was, wann und eventuell können wir dann im richtigen Moment angreifen. Aus der Kurve sind wir ein bisschen schlechter rausgekommen. Und ja, DS gibt es auch wieder für uns hier an Perez, für Perez und er aber auch für Russell. Der Arme ist eigentlich der vor Russell, es ist glaube ich Charles Leclerc. Der ist nämlich, ja, DS. Jetzt ist Perez vor uns und ja, jetzt wird schon allmählich interessant, denn wir gehen hier wieder aus der letzten Kurve raus und jetzt sind wir viel, viel näher dran. Wie er an seinem Vordermann, jetzt könnten wir es in Richtung Turn 1 probieren. 11 Runden, reicht noch nicht ganz. 11 Runden haben wir mit diesen roten Reifen schon ausgehalten. Es ist ein Wahnsinn, oder? Wie gut diese Reifen. Unser Auto war am Anfang so ein Reifenfresser, aber jetzt ab Rennen 3, 4... Keine Probleme mit den Reifen. Wir können jedes 35% Rennen mit, theoretisch jedes 35%. Ich glaube, Katar würde ich mir nicht zutrauen, aber du kannst rot-gelb fahren. Und das war wirklich über weite Teile der vergangenen Season nicht so, dass wir da easy rot-gelb fahren haben können. Das ist wirklich sehr toll. Es ist natürlich auch der Strecke geschuldet. Ich mag Spanien, ich mag Kanada extrem. Ich mag auch Spielberg sehr, Silverstone. Das sind halt alles diese europäischen Klassiker, die einfach nur geil sind und die kommen jetzt auch alle. Da gab es jetzt eine leichte Rad-an-Rad-Berührung, das war natürlich nicht zu sauber, aber ich war eh hier nicht in Schlagdistanz. Wir gehen auch in Runde Nummer 12 noch nicht rein, Albon Stroll, sprich Max war schon drinnen, also die sind jetzt alle drinnen.
Auch ein Ferrari vor uns ist schon drinnen. Ich glaube, es ist Carlos Sainz oder Leclerc. Ich glaube, Leclerc war es. Jetzt nehmen wir allen Mut zusammen und gehen hier wirklich mit, ja, mit einer Vorsichtszange gehen wir hier rein und jetzt auch in Runde 3, in Runde 12 auf den dritten Platz. Wagen es wir auch, endlich in die Box zu gehen. Jetzt haben wir noch circa das gleiche Rennen mit den gelben Reifen zu fahren. Das sollte sich eigentlich locker ausgehen. Ein Perez kommt auch mit uns rein. Und ja, jetzt gucken wir mal, was das Ganze gebracht hat, wo wir rauskommen. Wir werden vermutlich gegen Max und auch gegen Leclerc Plätze verloren haben. Jetzt wird es aber mal interessant. Hier gras Verstappen vorbei und auch ein Lewis Hamilton. Doch, wir kommen vor Hamilton immerhin raus. Der war ja hinter uns. Okay, ja, da gäbe es die Verwarnung mit der weißen Linie. Normalerweise hätte es direkt 5 Sekunden gegeben. Da waren sie eh noch ein bisschen gnädig mit mir. Jetzt hier direkt hinter Max rausgekommen. Ist jetzt nicht das, was ich mir gewünscht habe. Aber dass Perez hinter Hamilton zurückgefallen ist, ist natürlich noch besser für uns. Denn Hamilton ist ein bisschen schwächer von Topspeed her wie wir. Jetzt droppen wir uns hier an Max Verstappen dran vor der Wall of Champions Schikane. Und da gehen wir ganz weit außen vorbei. Und das war eigentlich, würde ich sagen, ich gebe mir eine 8,5 für diesen Move, denn der war nicht schlecht, der war echt nicht schlecht. Da kommt Russell aber weit hinter uns raus. Oh, doch nicht. Russell schießt hier dann doch vor uns raus, das ist natürlich gar nicht gut. Aber wir sind hier näher dran als gedacht. Jetzt gucken wir uns mal hier an, Runde Nummer 2, das ist der Mittelsektor. Da waren wir noch hinter Lewis, das ist, das ist die Haarnadelkurve. Da kommen wir auf eine andere Linie raus. Und dann, glaube ich, haben wir ihn ja auf Start und Ziel überholt. Das ist Runde Nummer 4. Und hier fighten wir dann schon mählich. Genau, das ist dieses späte Bremsmanöver außen. Und dann konnten wir mit anderen Schwung hier rausgehen. Das war das erste Mal gegen Max Verstappen. Und jetzt hier dann das zweite Mal. Runde Nummer 8. Ich habe mir eigentlich gut zurechtgelegt, habe mich im Windschatten dran gesaugt. Das war noch nicht die Runde, oder? Nope, das war noch nicht die Runde. Jetzt hier, Runde Nummer 9. Ich habe ihn mir eigentlich gut zurechtgelegt, habe ihn dann rechts angetäuscht und wir konnten dann wirklich easy. Nein, das war auch noch nicht dieses Überholmanöver. Da waren wir einfach nur sehr spät auf der Bremse und knapp an der Wall of Champions dran. Und jetzt hier, Runde 11. Das ist auch, das war noch vor dem Pitstop. Und nein, hier haben wir schon, ist das gelb oder? Nein, wir haben noch rote Reifen drauf. Das war dann gegen Perez und jetzt Runde 13. Halleluja, wie viele Replays gibt es denn hier heute? Jetzt aber. Runde 13, da täuschen wir rechts an, genau, machen irgendwie so einen Eindruck und dann ziehen wir hier links vorbei und gehen hier wirklich außen. Also ich habe ihn da keinen Weg abgeschnitten oder so. Das war dann wirklich, finde ich, ja, für meine Verhältnisse eigentlich sehr sauber. Russell und Bottas fighten hier, wir gehen rein, Bottas, nein, was hat Russell? Er hat die weißen Reifen drauf, das ist natürlich, ja, herrlich. Was soll ich sagen? Das ist sehr lächerlich, dass man denen da die Weißen drauf gibt. Jetzt im Windschatten, zack, zupft mir raus. Ich habe natürlich ein bisschen Schiss, dass der in die Box fahren will und hoffe natürlich, dass das alles gut geht. Jetzt aber mal letzte Kurve gemeistert. Und da sind wir auch direkt über eine Sekunde von Max weg, weil er gefightet hat mit den anderen. Und Purple im ersten Sektor, das ist natürlich dem DRS nein, DRS gibt es ja gar keinen im ersten Sektor. Also das ist nur meiner fahrerischen Können geschuldet. 15. Runde, wir kommen näher. Die Ferraris haben mit sich zu tun. Leclerc deutlich schneller wie Sainz mit den Gelben. Und jetzt würde ich mich natürlich über den Fight freuen, dass wir uns da ein bisschen näher dran arbeiten können. Hinter uns haben wir gut Fenster, 2 Sekunden. Alles gut, da hatten wir schon wesentlich weniger Luft zum Atmen. Und jetzt heißt es natürlich Pushing to the Limits. Wir müssen uns hier dran robben. Ich will aufs Podium. Das wäre so geil, wirklich. Die schnellste Rennrunde, ganz unerwartet. Jetzt hier Runde 21. Carlos Sainz ist jetzt von Leclerc überholt worden. Ich denke mal auch, dass seine gelben Reifen nicht mehr die besten sind. Und jetzt hier, da könnte es wirklich jetzt reichen. Wenn wir an Sainz vorbeigehen, reicht das tatsächlich fürs Podium heute. Und das wäre wirklich eine Sensation. Also, dass wir da aufs Podium kommen. Und das jetzt nicht ohne, wir starten weit vorn oder so. Wir konnten uns da gegen die Konkurrenz durchsetzen. Und da machen wir es ähnlich wie bei Max Verstappen vorhin, aber da gibt doch Perez viel, Sainz viel früher nach, sorry. Ich verwechsel Sainz und Perez immer. Für mich sind das immer die beiden Nummer 2 Fahrer. Ja, weil die einfach den Teammate nicht so ein bisschen, das Wasser reichen können.
Jetzt auch nah an Leclerc dran. Der wiederum ist echt nah an Norris dran. Scheint so, dass Norris ein paar Probleme hätte, denn der hatte wirklich jetzt kontinuierlich über Runden viel Zeit verloren. Der war da wirklich 4-5 Sekunden weg. Und jetzt auf einmal hat er da wirklich viel an Boden verloren. Das ist natürlich nicht schön für ihn. Ich meine, ich hätte ihm seinen Sieg echt gegönnt. Nur wenn es so weitergeht, wird Leclerc da wirklich die besseren Karten haben. Wir plumpsen da gleich aus dem DRS-Fenster raus. Ich muss hier irgendwas anstellen. Nein, das reicht noch nicht. Aber jetzt, Leute. Runde 23. Leclerc drückt hier Norris an. Und es gibt, glaube ich, kaum eine Szene in dem heutigen Rennen, das nicht irgendwie für... ja, Aufregung sorgen würde, denn wir haben hier wirklich viel zu tun und jetzt schlägt sich Leclerc Norris vorbei. Führungswechsel. Leclerc ist neuer Führender hier in Montreal und es könnte noch bitterer werden für Lando Norris, denn er bekommt kein DRS und wir bekommen DRS. Er ist aufgedreht und wir gehen in Turn 1 an Lando Norris vorbei. Nein, noch nicht ganz. Er hat hier einen Semen auf seiner Nase ein bisschen. Und das war's, Leute. Wir sind hier zweiter Platz. In Kanada, in Montreal, es ist beinahe wie ein Traum, oder? Es ist so surreal, dass wir hier einfach so gut mithalten können. I love it, Leute. I love it. Jetzt wäre natürlich noch ein Traum, hier an Leclerc irgendwie vorbeizukommen. Nur ich glaube, wir bleiben ein bisschen realistisch, oder? Wir bleiben, glaube ich, realistisch. Lando war jetzt natürlich ein bisschen einfacher wie Leclerc. Wir können hier auch an Leclerc dranbleiben. Nur ob wir den tatsächlich überholen, noch in dieser einen Runde, die uns noch bleibt, ist fraglich. Ist echt fraglich. Hier ist der Kurve raus und natürlich der Exit verdammt wichtig. Nur meine Reifen sind jetzt natürlich nicht mehr in so einem guten Zustand wie seine weißen. Und da kommen wir noch, ja, da können wir auch mithalten aus der Kurve raus. DRS geht on, ERS geht auch an. Da gucken wir uns aber jetzt natürlich mal diesen Move an. Da war mal gegen, ja, das ist Sainz, noch. Das ist Sainz, genau. Da sind wir uns auch wieder sehr nah gekommen. Okay, ich hätte gedacht, ich habe da mehr reingegeben. Aber wir sind jetzt hier Ende 25. Es hat nicht ganz gereicht. Und uns trennen, summa summarum, 5/10 von unserem ersten Sieg. Es wäre so toll gewesen, nur Leclerc war am Ende dann doch ein bisschen stärker. Es ist der zweite Platz. Und es ist wirklich ein tolles Gefühl. Wir gucken uns die Start auf. Das Podium jetzt an. Ich freue mich extrem. Das war das Ende eines wieder mal hervorragenden großen Preises von Kanada. Das Durchhalten hat sich bezahlt gemacht und hier zu einem unglaublichen Sieg geführt. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Was für ein Ergebnis, Leute. Nigel Mansell leider nicht in die Top 14, aber wir nehmen hier 19 Punkte. Weil auch die schnellste Rennrunde für uns gereicht hat. Wir waren eine knappe Zehntel schneller als Lando Norris und auch eine knappe Zehntel schneller als Charles Leclerc. Das ist wirklich so wichtig und was für ein geiles Rennen, Leute. Ich kann einfach nicht mehr. Es war eines der absolut geilsten Rennen, die ich jemals bestreiten durfte. Es war ein so toller, so intensiver, aber doch so spannender. So spannendes Rennen. Also, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich freue mich extrem. Und da würde ich jetzt mal sagen,
Das ist nur der 17. Platz für Nigel. Das ist natürlich bitter. Wir sind hier in der Weltmeisterschaft auf irgendwo. Aber die Konstrukteurswärme, die ist natürlich viel wichtiger und da sind wir solider 5. Platz mit natürlich Luft nach oben. Ich glaube, der 4. ist noch drin gegen die McLaren. Können wir da wirklich noch was machen? Wir nehmen hier alle 3 Sponsoren mit. Wichtig, wichtig, wichtig. 10.000 Schaden. Nigel, ich habe dich echt besser eingeschätzt. Im Qualifying war der so strong und auch im Training. Und jetzt hier im Rennen dann wieder abgeschissen. Das ist natürlich gar nicht so, das was ich mir wünsche. Eventuell werden wir ihn ersetzen an der Saisonmitte. Da müssen wir aber noch ein, 2 Rennen abwarten. Also wir haben ja dann noch die Premiere oder das Comeback von Le Castellet. Und für heute war es das mal, Leute. Ich freue mich extrem. Es war ein atemberaubend perfektes Rennen, das kaum besser ging. Wirklich, da ging kaum mehr. Und da ging auch wirklich kaum... Ja, da könnte man eigentlich auch nichts besser machen. Wir werden auch wieder hier einen Antrieb schauen. Chassis sind ja auch unfassbar grottig. Also das alles morgen. Aber schaut gerne auf TikTok vorbei, auf itz-tobi, noch gerne auf Instagram, it-gaming. Links mal alle unten in der Bio. Und ja, wie gesagt, ich danke euch so für euren Support in letzter Zeit. Und falls ihr noch nicht habt, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen. Und auch gerne über ein Däumchen um. Morgen werden wir wieder in Breaking Point reingucken. Und ja, für heute war es mal. Es waren sehr cooles Rennen. Und da merkst du auch die 25 Runden nicht, wenn das so geil war. Dankeschön fürs Zugucken. Auf TikTok kommt wirklich heute noch viel online, also schaut auch gerne rein. Abonniert gerne und bis morgen oder später und ciao.